Willkommen bei Inform mit mir, Fernanda Brandau. Und heute gibt es für euch die Child's Pose. Komm in den Vierfüßlerstand, bringe deine Zehen hinten zusammen, die Knie leicht auseinander und jetzt schiebe dich weit zurück. Die Hände gehen nach vorne, Spannung bis in die Fingerspitzen und jetzt senkst du die Stirn zu Boden. Das ist die aktive Kindeshaltung. Wenn du diese Haltung benutzen möchtest, um dich zu erholen, dann nimmst du die Arme nach hinten, du kannst die Knie etwas schließen, Arme nach hinten, Handflächen zeigen nach oben und die Stirn bleibt auf dem Boden. Diese Pose hat den Vorteil, dass der Kopf niedriger ist als das Herz. Es sorgt für gute Durchblutung. Du kannst den Fluss deiner Atmung gut fühlen, weil du Platz schaffst im Rücken. Und beim Yoga sagt man, das ist die Pose, wo man sich geborgen und gehalten fühlt und wo man sich auch sehr gut erden kann. Also, deswegen der Name Child's Pose.